Bei sensibler Haut oder Dermatitis verwendet man am besten natürliche Kosmetikprodukte, die frei von jeglichen aggressiven Stoffen sind. Nicht nur für die Gesichtsreinigung ist eine von Sulfaten, Alkohol und anderen Chemikalien freie Seife empfehlenswert, um diese vor dem Auftragen einer feuchtigkeitsspendenden Creme zu verwenden. In unserem heutigen Artikel möchten wir dir deshalb ein einfaches Rezept für eine Seife erklären, die aus natürlichen Produkten besteht und lindernde, stabilisierende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften aufweist. Bei sensibler Haut oder Dermatitis muss man Kosmetika vorsichtig wählen und verwenden, um negative Effekte zu vermeiden. In der Apotheke gibt es zahlreiche Produkte. Man kann diese jedoch auch zu Hause aus natürlichen Zutaten herstellen. Bei sensibler Haut oder Dermatitis empfehlen sich feuchtigkeitsspendende Produkte, die den natürlichen pH-Wert und die hauteigenen Öle respektieren. Zutaten mit lindernden bzw. beruhigenden Eigenschaften dürfen deshalb nicht fehlen. Für das Seifenrezept benötigst du folgende Produkte. Lesetipp: verschiedene Hautbeschwerden. Glycerin. Glycerin ist ein pflanzliches Produkt, das für verschiedene Kosmetikprodukte verwendet wird. Kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich app bindestrich größer als Google Tag. CMD, Push Function, Google Tag. Define Slot 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich app 336 280 300 250 DIVGPTAD 15033917431112-0 Settergeting, Red, Folz, Settergeting, Section 5, Settergeting, URL, hausgemachte Seife für sensible Haut oder bei Dermatitis, Settergeting, Topic, Default, Settergeting, Mafil Type, Get MRFP, Set Clips Empty Div True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 15033917431112-0, kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich einmal 1 bindestrich größer als Google Tag. CMD, Push Function, Google Tag. Define Slot 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1 mal 1 1 1 DIVGPTAD 15130946909767-0 Settergeting Red Folz Settergeting Section 5. Settergeting URL. Hausgemachte Seife für sensible Haut oder bei Dermatitis. Settergeting Topic. Default. Settergeting Mafil Type. Get MRFP. Set Clips Empty Div True. True. Ad Service Google Tag. Pubats Google Tag. Pubats. Clips Empty Divs Google Tag. Enable Services Google Tag. Display DIVGPTAD 15130946909767-0 Sulfate trocknen die Haut aus und stören den pH-Wert der Haut. Glycerin hingegen wirkt feuchtigkeitsspendend und gibt der Haut die nötige Elastizität. Damit kann auch der Zellalterung vorgebeugt werden.
Wir raten für die Herstellung der Seife festes Glycerin oder eine duftstofffreie Glycerinseife zu kaufen. Kakaobutter bei sensibler Haut oder Dermatitis muss man Kosmetika vorsichtig wählen und verwenden, um negative Effekte zu vermeiden. In der Apotheke gibt es zahlreiche Produkte. Man kann diese jedoch auch zu Hause aus natürlichen Zutaten herstellen. Bei sensibler Haut oder Dermatitis empfehlen sich feuchtigkeitsspendende Produkte, die den natürlichen pH-Wert und die hauteigenen Öle respektieren. Zutaten mit lindernden bzw. beruhigenden Eigenschaften dürfen deshalb nicht fehlen. Für das Seifenrezept benötigst du folgende Produkte. Lesetipp: Verschiedene Hautbeschwerden. Glycerin ist ein pflanzliches Produkt, das für verschiedene Kosmetikprodukte verwendet wird. Sulfate trocknen die Haut aus und stören den pH-Wert der Haut. Glycerin hingegen wirkt feuchtigkeitsspendend und gibt der Haut die nötige Elastizität. Damit kann auch der Zellalterung vorgebeugt werden. Wir raten für die Herstellung der Seife festes Glycerin oder eine duftstofffreie Glycerinseife zu kaufen. Kakaobutter ist sehr fettreich und nährwertig. Damit werden die reinigenden Eigenschaften des Glycerins und der Tonerde bestens vervollständigt. Sie ist reich an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralien, die gegen Zellalterung und mangelnde Elastizität vorbeugen. Durch die Beigabe von Kakaobutter wird die Seife fester. Diese drei Varianten sind für empfindliche Haut am geeignetsten, da grüne oder graue Tonerde zu stark wirkt. Tonerde ist sehr reich an Mineralien, regelt die Fettproduktion ohne den pH-Wert zu stören und bekämpft Unreinheiten. Kaltgepresstes Mandelöl ist nicht nur preiswert, sondern auch sehr nährwertig. Es spendet der Haut Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit und schützt diese gleichzeitig vor Reizungen oder Entzündungen. Mandelöl ist ideal bei Dermatitis, Ekzemen, Schuppenflechte, Juckreiz, Herpes oder auch Verbrennungen oder Narben. Lavendelöl ist für jeden Hauttyp bestens geeignet, da es regelnde und stabilisierende Eigenschaften aufweist. Deshalb finden wir dieses in vielen Kosmetikprodukten. Lavendel wirkt antiseptisch und lindernd. Gleichzeitig verstärkt diese Pflanze die Eigenschaften der restlichen Zutaten. Lavendel verbessert auch die Zellerneuerung, beugt gegen Narben, Dehnungsstreifen und Falten vor. Diese Pflanze wirkt außerdem entspannend, was für das Nervensystem sehr positiv ist. Nervlich und emotional bedingte Hautprobleme werden damit verringert. Zutaten: kaltgepresstes Mandelöl ist nicht nur preiswert, sondern auch sehr nährwertig. Es spendet der Haut Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit und schützt diese gleichzeitig vor Reizungen oder Entzündungen. Mandelöl ist ideal bei Dermatitis, Ekzemen, Schuppenflechte, Juckreiz, Herpes oder auch Verbrennungen oder Narben. Lavendelöl ist für jeden Hauttyp bestens geeignet, da es regelnde und stabilisierende Eigenschaften aufweist. Deshalb finden wir dieses in vielen Kosmetikprodukten. Lavendel wirkt antiseptisch und lindernd. Gleichzeitig verstärkt diese Pflanze die Eigenschaften der restlichen Zutaten. Lavendel verbessert auch die Zellerneuerung, beugt gegen Narben, Dehnungsstreifen und Falten vor. Diese Pflanze wirkt außerdem entspannend, was für das Nervensystem sehr positiv ist. Nervlich und emotional bedingte Hautprobleme werden damit verringert. Für die Zubereitung dieser hausgemachten Seife benötigst du Leseempfehlung: Lavendel für Haushalt, Kosmetik und Gesundheit. Führe folgende Schritte durch.